von meiner Seite besten Dank für diese Einladung. Ich bin hier als CEO und Mitgründer von Teleboy, ein direkt betroffener Unternehmer, der aber heute nicht nur sein eigenes Unternehmen vertritt, sondern eigentlich die ganze Branche und zahlreiche andere Startups der Schweiz. Ich möchte Sie anhand von einigen Beispielen, natürlich jetzt etwas mehr mit Teleboy, sensibilisieren und zeigen, wo die Problematik aus unserer Sicht liegt. Unser Fokus ist jetzt im Vergleich von den verschiedenen Netzwerken, Neutralität, die du beschrieben hast, vor allem der Netzwerkzugang oder dieses Netzwerkmanagement und im Zweiten noch diese Anwendungskontrollen. Also zum Beispiel, wenn WhatsApp abgestellt wurde, das könnte uns ja passieren. Weiß nicht, ob Sie Teleboy kennen, ein paar Worte dazu. Das ist das Porträt unseres Logos. Mit Teleboy können Sie Fernsehen schauen, kostenlos übers Internet, auf dem iPhone, iPad oder einfach allen anderen relevanten Devices. Uns gibt es seit 2010 als Internet-TV-Anbieter, also genannter OTT-Anbieter, werde ich Ihnen nachher noch erklären, was das ist. In dieser Zeit sind wir von 3 Mitarbeitern auf 20 Mitarbeiter gewachsen. Ich möchte damit vor allem eigentlich aussagen, dass wir mit 3 Mitarbeitern dieses Produkt lancieren konnten. Mit einem sehr wenig Aufwand, personell, aber mit sehr großer Innovation konnten wir loslegen. Dank Netzneutralität, wenn es diese dort nicht gegeben hätte, hätten wir das gar nicht passieren können. Heute sind wir ein vollwertiger TV-Anbieter. Das heißt, Sie können mit uns und auch unseren vergleichbaren Konkurrenten kostenlos über das Internet Fernsehen schauen. Das in einer sehr guten Qualität mittlerweile. Früher haben die Internetprovider gesagt, dass es nur ihnen vorbehalten sei, das würde jahrelang nicht gehen. Das war so natürlich nicht korrekt. Es hat funktioniert. Heute haben wir auch zahlungspflichtige Produkte, die in direkter Konkurrenz stehen zu TV-Produkten wie von Swisscom oder UPC. Letztes Jahr haben wir auch eine sogenannte Flatrate oder Subscription Video on Demand lanciert, bei dem Sie eine Monat Gebühren zahlen können und direkt Content konsumieren können, so viel Sie wollen. Was bedeutet für uns Netzwerkneutralität? Da kommt es bei dir, neben der Tür, so ein Play-Knopf. Vielleicht kommt der. Also dann sehen Sie gleich schon direkt, was passiert, wenn die Netzneutralität verletzt wird, nämlich ein schwarzes Bild. Sie hat Ihnen gezeigt, wie es schwarz wird, aber jetzt ist es schon schwarz. Dann schauen Sie in die Röhre, dann ist Schluss. Und in unserem Fall ist das die Lebensader von unserem Produkt. Das heißt, da kann man uns den Stecker ziehen, da sind wir gar nicht mehr konkurrenzfähig, sind sogar in Kürze vom Markt weg. Ich habe vorhin den Begriff Over-the-Top-Services genannt. Ich möchte Sie auf diesen Begriff etwas sensibilisieren, Sie werden es noch öfters hören. Die sogenannten Over-the-Top-Services sind diejenigen, die am stärksten von der letzten Neutralität betroffen sind. Und Over-the-Top bedeutet so viel, wie dass Sie zum Beispiel Videos oder Audio oder andere Medieninhalte über das offene Internet weiter verbreiten. Das heißt, oftmals Services bereitstellen, die bis anhin nur die Internetprovider selber liefern konnten, wie zum Beispiel Fernseh oder Telefonie, ein klassisches Produkt, das früher eben von den Netzwerkbetreibern angeboten wurde, heute aber neu over the top ermöglicht wird. Was ist die Relevanz von solchen over the top Angeboten? Kann ich Ihnen am besten erläutern, wenn ich Ihnen zeige, welche over the top Produkte Sie selber wahrscheinlich alle schon kennen und regelmäßig nutzen. All diese Services sind Over-the-Top-Anwendungen. Angefangen bei den Schweizer Produkten wie Zattoo, Teleboy, Wilma, Strema, Neu, das ist der WhatsApp-Konkurrent aus der Schweiz, darf man sagen. Voila ist immer noch eine Speichercloud-Lösung wie Dropbox zum Beispiel. Oder dann bekannt für Spotify, Skype und YouTube. Das sind alles, oder waren alles Internet-Startups,
die mit Innovation unseren Alltag verändert haben. Eine Innovation, die oftmals der gesamten Bevölkerung zugute gekommen ist, also mindestens ja, eben auf unseren Alltag einwirkt und in der Regel auch mit einem kostenlosen Grundangebot in den Markt eingestiegen sind. Deshalb werden Innovationen oft von OTTs und Startups getrieben und eben nicht von den Telcos. Denn wir greifen, wie du schön gesagt hast, mit dieser Evolutionsökonomik, wenn ich die richtig verstanden habe, nämlich deren Business an. Ein Beispiel habe ich mitgebracht von uns selber. So schaut man oft Fernsehen oder so ist war man sich gewohnt in den letzten Jahren mit einer Set-Top-Box, die viel Strom braucht, die ein Hardware-Produkt ist, die Kabel, weiß ich was alles, mit sich bringt man nicht will. Dank Over the Top und dank unserer Lösung, dass wir softwareorientiert arbeiten, haben wir das mit einer App für Connected TVs, für die neue Generation von Fernseher gelöst, wo Sie direkt auf dem Fernseher übers Internet Fernsehen schauen können, ohne Box, ohne nichts. Das heißt, Sie haben keine Stromschleuder und Sie haben auch keine Installationsaufwand und Sie haben auch keine Abos, die Sie da zwingend nutzen müssen. Wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht diesen freien Zugang zum Internet hätten bekommen hätten, damals noch nicht lanciert haben. Ich möchte Ihnen noch ein paar andere marktverändernde Innovationen zeigen von OTTs, angefangen bei den Schweizer Startups. Live-TV ist heute Common Sense, dass man das kostenlos schauen kann. Sie schauen in Sitzungen vielleicht auch mal ein Fußballspiel oder so. Mindestens bei uns ist das auch so. Das war etwas, das Tattoo lanciert hat vor einigen Jahren. Wir selber haben den Online-Videorekorder erfunden, kann man sagen, und erst die erste Zeitversetzung des Fernsehens ermöglicht hatten ohne Box. Ketchup TV etwas ähnliches, das 7 Tage zurück in die Zeit war von Tattoo. Kostenloses Fernsehen auf Mobile und Tablet war wiederum von uns. Subscription Video on Demand oder Musik wurde namentlich von Netflix und Spotify vorangetrieben. Wir haben jetzt in der Schweiz ein ähnliches Angebot herausgebracht. Voice over IP mit Skype wurde schon angesprochen oder Messages over IP wie WhatsApp oder Schweizer Konto. Die Frage, die sich stellt, oder der Vorwurf, der uns gemacht wird, so schöpfen wir das Internet. Mit dieser Begründung will man von uns jetzt ja noch zusätzlich Geld verlangen oder uns sogar blockieren oder limitieren. Das Internet kennt nur Bytes und Bits. Und die sind alle gleich. Also entweder verstopfen alle das Internet oder niemand das Internet. Man kann gar nicht sagen, ihr verstopft es, aber ihr nicht. Und die Swisscom selber verstopft es nicht, aber Telefon verstopft es. Das stimmt schlichtweg gar nicht. Wenn man dann schon mit einem Fingerzeig auf einzelne Plattformen zielen möchte, dann noch am ehesten gegen illegale Downloadseiten, die keinerlei Wirtschaftsleistung erbringen, sondern eigentlich nur Schaden produzieren. Wenn man dann schon mit dem Finger zeigen will. Ich habe eine Grafik mitgebracht, wie bei uns die Lastverteilung aussieht. Das ist aber identisch auch bei unseren Mitbewerbern. Vom TV-Streaming, das sind das Load-Kurven, nennt sich das. Man sieht, das sind jeden Tag die Peaks. Am Abend, so gegen 21 Uhr, haben die meisten User dann mittags um 12 Uhr nochmals. Wenn man das rot einfärbt, sieht das dann tragisch aus und da kommt wieder der Vorwurf der Verstopfung, was nicht zutrifft. Denn wir sind heute schon aufgefordert, Streamingkosten zu bezahlen. Das ist unser höchster direkter Aufwand, den wir haben. Das heißt, es sind ganz wesentliche Kosten, die da auf uns zukommen, von denen ein Teil auch in die Netze fließt über Durchleitungsgebühren. Ist nicht alles ganz deutlich, wie das abläuft, aber wir tragen schon Kosten. Das heißt, wir haben das höchste Interesse, eben möglichst wenig zu verstopfen. Das heißt, eben möglichst effiziente Streaming-Protokolle anzuwenden, möglichst wenig Bandbreiten zu benutzen. Denn je mehr Bandbreiten wir verursachen, desto höher ist Ende Monat meine Rechnung. Genau, wir haben also einen natürlichen Anreiz, möglichst effizient zu streamen. Als Beispiel, Teleboy streamt HD 27p mit 3 Megabit pro Sekunde. Swisscom benötigt fast doppelt so viel
ein Qualitätsunterschied ist fast nicht sichtbar. Deshalb etwas schon zusammenfassen. Die Relevanz der Netzneutralität für den Wirtschaftsstandort, die Schweiz darf man nicht vergessen, dass es auch eine Standortrelevanz hat, wenn sich das jetzt im Ausland verändert, ist der Marktzutritt, ist Innovationsförderung, ist freier Wettbewerb und faire Marktbedingungen und vor allem auch Chancengleichheit. Was wäre, wenn die Netzneutralität fällt, in unserem Fall? Es wäre die Diskriminierung einzelner Marktteilnehmer. In unserem Fall wäre der Zugang scheint gar nicht möglich gewesen, weil wir hätten nie gar nicht erst mit allen Anbietern diese Verträge abschließen können. Das wäre viel zu aufwendig, zu mühsam gewesen. Es würde zu einer marktbeherrschenden Stellung der ISPs, also der Internet Service Providers, führen und einzelner globaler OTT-Anbieter, wie eben vielleicht Google, die sich dann das eben leisten können. ISPs oder sagen wir Internetprovider bestimmen über den Marktzutritt. Sie können unliebsame Mitbewerber loswerden und sie gefährden die wirtschaftliche Existenz der heutigen OTT-Anbieter oder können sie gefährden. Und man muss ganz ehrlich sein, die Internetprovider wollen auch eigene Angebote schützen. Also Swisscom, TV, UPC. Die haben gehört, WhatsApp und Skype, die werden gesperrt werden, weil sie sich um ihre eigenen Angebote fürchten, die dann nicht mehr genutzt werden würden. Die Position von Teleboy, und denke ich kann da auch für andere Schweizer OTT-Anbieter sprechen, ist, dass eine Verletzung der Netzwerkneutralität zum Beispiel heute kostenloses Live-TV verunmöglichen könnte. Wenn das zu teuer ist, können wir uns gar nicht mehr leisten. Das heißt, man könnte es nur noch kostenpflichtig anbieten. Wie schon erwähnt, eine Verletzung der Netzneutralität würde die Angebotsvielfalt und den freien Wettbewerb einschränken. Deshalb ist die Antwort ein Netzausbau und nicht Stillstand und Gebühren. Braucht es Gesetze? Reicht eine freiwillige Transparenz der Netzneutralität aus? Reicht eine Selbstregulierung aus? Als ich vor etwa 6 Monaten beim Backen bei der Arbeitsgruppe war, war ich da eigentlich zuversichtlich und gutgläubig, dass es keine Gesetze braucht. Als Unternehmer bin ich eher ein liberal denkender Mensch, der nicht unnötige Gesetze wünscht. Ich selber habe in den letzten Monaten aber umgedenkt, vor allem durch die Ereignisse in den USA, jetzt auch was gerade in der EU für Beschlüsse gefallen sind. Ich bin zum Schluss gekommen, dass wir zum Schutz all dieser Mehrwerte, all dieser Möglichkeiten, die das freie Internet bietet, eben doch eine Regulierung brauchen und wohl leider ein Gesetz dafür nötig ist. Also in Ihren Händen ist, wie das jetzt noch am besten gelöst wird. Aber ich habe da umgedacht. Fazit erlaube ich mir ein kleines. Wenn die Netzneutralität verletzt wird, werden die Folgen Mehrkosten werden auf die Konsumenten abgewälzt, bei weniger Innovation, weniger Wettbewerb und mehr Gewinn für die Telcos und neue Quasi-Monopolstellung. Dies zu Lasten der Wettbewerbsvielfalt, Konsumenten und auch der Schweizer Wirtschaft. Also lassen Sie sich von den Lobbyisten nicht beirren, der Swisscom und UPC ist zum Teil sind das Schutzbehauptungen oder auch